Vorher haben wir die Anfahrt gesehen in unser Filmgebiet, das ist ein Mordensee. Wir haben einen kleinen Überblick gesehen, wo wir filmen. Das ist ein rotbrauner Weizen-Erdfloh. Ist etwa 2 bis 4 mm gross und kommt in Europa häufig vor. Und wie wir hier sehen, bei dieser Paarung. Ihnen ist es völlig egal, ob da einer oben drauf hockt oder nicht. Sie frisst einfach gemütlich weiter. Insekten haben eben keine Emotionen. So Erdflöge gibt es ganz verschiedene Arten, die bei den Kulturpflanzen Schaden anrichten. Es gibt solche, die spezialisiert sind auf Rettich oder Kohl. Es gibt auch solche, die Hanfpflanzen, also Cannabis, befallen. Die werden dann wahrscheinlich heim. Auf alle Fälle können sie Schäden anrichten und wir tun sie hier auch chemisch bekämpfen. Flöhe kann man auch erkennen an den Hinterbeinen. Die sind etwas dicker, also sie können natürlich recht gumpen. Und hier bekommt sie Besuch vor graue Fleischfliegen. Die graue Fleischfliegen, die hat gerne Nektar. Bauen. Sie hat einfach gerne Süßes. Sie nimmt hier Brombeere, Himbeere, Früchte, was er gerade entgegenfliegt. Übrigens, Fleischfliegen sind Lebendgebären. Also die tun ihre Larven tun sie auf Regenwürmer hauptsächlich ablecken und sind dort als Parasiten. Sie legen die Larven aber auch auf Kot oder auf Kadaver. Also sie von dem her auch Nützlinge, weil sie helfen, so tote Tiere abzubauen. Hier bei dieser Paarung sind wir nie sicher gewesen, ob das eigentlich gewollt ist oder ob das eine Vergewaltigung ist. Also für mich sieht es aus wie eine Vergewaltigung. Aber eben, Versehen ist, sie hat keine Emotionen. Sie ist also nicht verärgert oder irgendwie entsetzt, sondern sie ist einfach hier bewegungslos gefangen. Da haben wir ein Bachstelzli. Sie leben nicht zwingend am Wasser. Man sieht sie auch viel in Wohnsiedlungen. Charakteristisch ist, dass sie beim Laufen die Wippen mit dem Schwanz. Da haben wir eine grosse Sumpfschwebfliege. Sie ist eine der grösseren Schwebfliegen. Sie ist etwa 14 bis 17 mm lang. Also für unsere Makrolinsen schon ein riesen Viech, aber ganz so hübsch.
Sie sind nicht wählerisch, sie gehen auf ganz verschiedene Pflanzen. Und sie tun das einen ganz wichtigen Bestäuber. Und beim Bausammeln haben sie es pressant wie verrückt. Das ist die kleine Kellschwebfliege. Sie ist eine der häufigsten Schwebfliegen. Sie kommt in Europa, in Nordamerika, auch in Asien. Nordafrika. Genau. Vor. Man sieht sie fast überall, auf Wiesen, auf Waldrändern. In Gärten. Genau. Einfach überall, wo es Blumen hat, ist da wirklich nicht so wählerisch. Und du ihre Bauern nachher überall hertragen. Also wirklich ein Nützling. Ja, sie ist ein wichtiger Bestäuber. Das war's schon wieder. Bis später. Bis dann.